Willkommen zum Literatursalon der Arab German Young Academy of Sciences and Humanities, AGEA. Mein Name ist Kirill Dmitriev, I am an AGEA Alumnus und heute zu Gast bei uns begrüße ich Daniela Danz, eine Schriftstellerin aus Deutschland. Liebe Daniela, herzlich willkommen, danke, dass du heute da bist. Hallo Kirill, ich freue mich. Das Besondere an unserem heutigen Salon ist, dass wir uns in Istanbul treffen, an der Kulturakademie Tarabya. In den klassischen Romanen gibt es das Motiv eines Gesprächs während der Zugreise, eines Gesprächs, das informell, vertraulich und offen ist. Mit dem Salon befinden wir uns hier in Istanbul auf Reisen. Man könnte beinahe sagen, entlang der Strecke der schönen alten Bagdadbahn. Und in diesem Sinne würde ich vorschlagen, dass wir im gleichen Stil direkt in unser Gespräch einsteigen. Und meine erste Frage an dich, Daniela, ist, was bringt dich nach Istanbul? Was hast du hier vor? Ja, ich bin für 4 Monate hier zu einem Stipendienaufenthalt. Hier sind verschiedene Stipendiaten, verschiedene Künstler aus Deutschland, auch deutsch-türkische Künstler. Und ich möchte gerne arbeiten über die Seeschifffahrt. Also bisher ist es ja so, meine Gedichtbände sind sehr auf das Land zentriert. Aber wichtige Dinge der Globalisierung geschehen unter See und über See. Und direkt von meiner Wohnung hier nebenan aus habe ich den Bosporus im Blick, auf dem täglich bis zu 150 Schiffe auf- und abfahren. Das grundiert meinen ganzen Tag und das ist eine wirklich gute Voraussetzung, um das, was unsere ganze Welthandel, aber auch unser Leben eigentlich grundiert, nämlich der Seehandel, um das im Blick zu behalten, sodass es in das ganze Denken eigentlich hineinkommt. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Du bist vor allem als Lyrikerin, als Dichterin bekannt. Magst du gleich eines deiner Gedichte vorlesen, bitte? Ja, also ich lese tatsächlich ein älteres Gedicht. Das ist jetzt nicht so alt wie die Bagdadbahn, aber es ist eines, bei dem sich für mich tatsächlich der europäische Standort verbunden hat mit dem Hindukusch. Es ist ein Gedicht, das ich zur Geburt meiner Tochter vor 20 Jahren geschrieben habe, als gleichzeitig nach dem 11. September Struck, unser Außenminister, gesagt hat, dass Deutschland Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt wird. Das war für die, die das erlebt haben, einfach wirklich auch eine Zeitenwende in dem Sinne. Und in diesem Gedicht gehe ich von Deutschland über Persien bis an den Hindukusch imaginär, um diesen neuen Weltraum, der sich jetzt aufgespannt hat, für das Leben dieses neugeborenen Kindes, um den aufzuspannen. Und das war das erste Mal, dass die NATO seit ihrer Gründung auch den Verteidigungsfall oder den Bündnisfall eingeläutet hat. Und du meine Blaue und du meine Graue. Winters am Fluss, wo wir gehen, fliegen 2 Ringeltauben vom Schiefer deiner Iris auf. Als eine Feder fällt dein Schlaf auf dich, still und wolkenähnlich gehst du hinüber, eine eigene Arbeit. Wie ein Flusskiesel rollt dein Schlaf über den Grund dieser Winternacht. Da du schläfst auf der seidenen Haut deiner Wangen, sind zu Stoff die Träume geworden. Vergessen stehe ich vor persischen Kacheln des 18. Jahrhunderts. Aus den Vitrinen der würzige Duft eines Krauts in den Bergen des Hindukusch, meine Unruhe perlt am Kupfer deiner Gewissheit ab. Vielen Dank. Wann wurde es dir klar, dass du Schriftstellerin werden willst? War das ein Wendepunkt in deinem Leben? Ich habe begonnen mit 16 zu schreiben. Ich glaube, ungefähr alle, die schreiben, oder vielleicht 80% derer, die schreiben, beginnen mit 16 zu schreiben. Die Frage ist, ob man dabei bleibt, ob man es verkraftet, die Kritik, die kommt natürlich, ob man das als Lebensentwurf möchte. Als Lebensentwurf wollte ich das eigentlich nie, weshalb ich eigentlich immer zum Schreiben parallel noch einen anderen Beruf wollte. Das ist auch tatsächlich eine DDR-Tradition, in der ich da stehe, wo man immer neben dem Schreiben eine
andere Arbeit noch hatte. Das hat gar nicht so sehr mit Geld zu tun, sondern mehr mit der gesellschaftlichen Wirksamkeit auch. Genau, und das ist noch immer so. Insofern habe ich mich halb dafür entschieden, halb ist es aber auch die Hälfte meines Lebens. Ja. Hölderlin hat dich zum Studium nach Tübingen verführt. Friedrich Hölderlin, einer der originellsten deutschen Dichter, der die zweite Hälfte seines Lebens bis 1843 in Tübingen gelebt hat. Hat dich deine Zeit in Tübingen in besonderer Weise geprägt? War die Nähe zu dem Turm, die physische, das Vorortsein tatsächlich auch ergiebig für dich? Ja, also insofern, ich habe Hölderlin das erste Mal im Radio mit 16 Jahren gehört, war so davon eingenommen, dass ich relativ blind nach Tübingen gegangen bin. Habe mich gleich dort eingeschrieben, dort zu studieren begonnen. Und was mein Leben geprägt hat, abgesehen von privaten Dingen auch, die durch Tübingen entstanden, ist es so, dass ich mein ganzes Leben lang Hölderlin und das ausgehende 18. Jahrhundert als eine Parallelzeit habe, die immer dichter wird, in die ich immer mehr Puzzlesteine einfügen kann und die mir immer ein Korrektiv ist. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich in einem Land, in der DDR, geboren bin und jetzt nicht mehr, das Land gibt es nicht mehr, und deshalb auch weiß, es gibt zwei verschiedene Länder, die über Nacht weg sein können. Und so ist dieses 18. Jahrhundert für mich ein zweites Land, in dem ich parallel lebe. Und das hat sich durch Tübingen, glaube ich, verfestigt, weil Hölderlin seitdem ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil und eine Folie meines Lebens geworden ist. Was führte dich dann an weitere Orte wie Berlin, Prag, Belgrad? Ja, also nach Prag bin ich tatsächlich wegen Kafka gegangen, aber das ist nie so stark geworden. Es sozusagen aus einem Ort folgte der nächste. Das ist ähnlich wie mit den Gedichtbänden. Ich habe ein Thema und wenn ich merke, dieses Thema ist so fertig, aber führt immer in das nächste, das ist ein schönes Gefühl. Also ich finde es einfach schön im Leben, wenn man weiß, dieses Thema neigt sich dem Ende zu und jenes Thema beginnt, weil man dann immer einen Leitstern hat, dem man folgen kann. Wobei es auch durchaus Momente gab, wo man denkt, in die Richtung gehe ich nicht weiter. So eine Richtung war Berlin tatsächlich. Man denkt es nicht. Und von Berlin zum Beispiel bin ich dann über andere Städte noch tatsächlich auf ein Dorf, also es ist eigentlich eine Stadt, aber aufs Land gezogen halt. Und das war auch ein wichtiger, für mich persönlich auch ein politischer Schritt. Ja, das ist auch interessant, das wollte ich dich auch fragen, diese Entscheidung nach dem Studium als unabhängige Autorin tätig zu werden, also eben keinen normalen Beruf zu suchen und dann noch an einem kleinen Ort in Thüringen zu ziehen, war das eine mutige, radikale Entscheidung für dich? War sie schwer zu treffen? Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Also so Entscheidungen sind ja so eine Sache. Also ein Teil entscheidet man, ein Teil ergibt sich. Es waren dann auch meine drei Kinder geboren. Es wäre auch schön, ein Haus zu haben, aber vor allen Dingen war es so, dass in Berlin oder auch wo wir dann gelebt haben, in Halle, gab es genug Künstler oder Menschen, die ähnlich denken wie wir. Und ich selbst komme von einem Dorf. Also ich weiß, dass ich mit den Strukturen gut leben kann. Wenn es jemand gut kann, dann meine Familie und ich, waren wir uns recht ähnlich. Und wir hatten das Gefühl, dass es nützlich ist, auf diesem Land zu sein und diese Position zu vertreten, die in der Stadt sehr oft vorkommt, aber auf dem Land vielleicht nicht so viel. Und ich für mich brauche auch einfach diese Kulturorte, die eine gewachsene Geschichte haben seit 800 Jahren und die sich wie in der Landschaft einen Abdruck hinterlassen haben. Ja. Du hast schon erwähnt, du bist eben in der DDR geboren. Nun lebst du im neuen Deutschland. Würdest du dich als Immigrantin im eigenen Land bezeichnen oder ist es nicht etwas, was auch dich treffen würde? Tatsächlich, also mit dem Begriff habe ich es noch nie betrachtet. Denn das Wunder ist ja für mich, dass ich im selben Land lebe. Aber das Land, das ist natürlich in jedem Leben so. Alle Länder verändern sich. Aber das ist sehr radikal oder sehr, sehr, sehr plötzlich passiert, dass sich das verändert hat. Und ich habe tatsächlich ein paar Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt auch gebraucht, eigentlich bis zum 11. September zu verdauen, dass
dass das, was ich dachte, dass es Bestand hat, keinen Bestand hat. Und das prägte, ich war 13 im Übrigen, und das prägt, glaube ich, eine Weltsicht einfach. Ja, das ist auch eine Art Übersetzungsprozess natürlich, der im Leben eines Menschen dann sich vollzieht. Um auf diese literarische Seite der Übersetzungen zu kommen, mehrere deiner Werke wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Du bist auch selbst als Übersetzerin tätig. Was ist für dich Übersetzen? Ist das ein eigenständiger literarischer Prozess oder steht Übersetzung doch immer im Schatten des Originals? Nein. Also das ist eine ganz eigene, gar keinen Schatten gibt es da. Im Gegenteil. es ist für mich als Dichterin eine Möglichkeit, von anderen wirklich genau zu lernen. Weil sobald man übersetzt, ist es die allergenaueste Möglichkeit zu lesen, nämlich die, bei der man sich entscheiden muss. Mhm. Ebenso wie Politik eine schöne Sache ist, weil man sich entscheiden muss, halt aus all den Möglichkeiten der Utopie eine machbare herauszufinden. Und das ist für mich eine gute Übung, als wenn ich selber etwas übersetze. Dinge, die übersetzt werden, die kommen ganz anders zu mir zurück. Eine englische Übersetzerin, Monika Kassel, hat wirklich tolle Sachen gemacht, die ganz anders sind im Englischen dann. Aber die mir wie, als bekommt mein Gedicht ein Geschwister zur Seite gestellt, dann sind. Und das ist echt wie ein Geschenk, als ob jemand mit mir in den Dialog tritt. Ja. Dein Gedichtband Pontus wurde vollständig auch ins Arabische übertragen und ist 2010 in Abu Dhabi im Kalim-Projekt erschienen. Magst du vielleicht daraus ein paar deiner Gedichte auf Deutsch vorlesen und Bilal Ofele, der heute auch mit uns dabei ist, würde es dann auf Arabisch lesen. Wollen wir das so machen? Das machen wir. Ich sage noch kurz was dazu, zu den Gedichten, die ich lesen werde. In dem Gedichtband geht es nämlich tatsächlich um das Schwarze Meer, was jetzt hier ganz nah ist. Also in einer halben Stunde wäre man dort. Das war für mich ein wichtiger Raum, um zu verstehen, nachdem nun die DDR nicht mehr da ist, wo dieses Europa, in dem ich lebe, eigentlich aufhört. Und zwei der Gedichte, Ikon, da geht es um die Westukraine, und Telepylos geht es um die Krim, die eigentlich also schon immer ein Teil der Ostukraine war. Das sind in zwei Kapitel dieses Buches, weil damals, das ist 2009 erschienen, auch schon klar war, es gibt eben diesen Bruch zwischen der Ost- und der Westukraine, wenngleich da die Vorzeichen noch friedlicher waren. Genau, und ganz am Anfang lese ich noch eins, da geht es um die Wüste. Ich habe es rausgesucht wegen der Bagdad-Bahn. Ja. Es geht aber um die jemtische Wüste. Mhm. Okay. Sehr schön. Hallo. Hallo, Bilal. Wenn du dann stehst, wo es still ist, dass du es merkst, wenn das Denken aufhört und das Hören anfängt, wenn das Hören aufhört und das Sehen anfängt, wenn ein Vogel fliegt, wenn du als schwarzer Vogel gleitest und schreist, wenn du zu sprechen ansetzt in der klaren Luft und von nichts sprechen kannst als dem Licht, so als wäre es das erste Licht, wenn du einen Schatten auf den Fels wirfst und sagst, mein Schatten bleibt und der Fels vergeht. Wenn für jetzt wahr ist, dass es gut ist, den ganzen Einsatz zu wagen, kannst du die Wüste mit Namen nennen. Masada. وعندما تقف في هدوء المكان وتهدأ أنت أيضا حين يتوقف التفكير ويبدأ السمع وحين ينتهي السمع وتبدأ الرؤية عندما يطير طائر وعندما تنزلق أنت كطائر أسود وتصرخ عندما تشرع بالكلام في هذا الهواء النقي ثم تستطيع الكلام عن لا شيء وكأن في الضوء ضوءه الأول عندما تسكب ظلك على الجرف الصخري وتقول ظلي يبقى أما الجرف الصخري فيزول حين يكون من الأفضل والأسلم أن تخاطر الآن
يمكنك أن تسمي هذه الصحراء باسمها. إيكون. Danilos betrübtes Gesicht, als zum dritten Mal seine Hände Arbeit zunichte wird. Ich weiß nicht, was soll ich ihm raten? Kauf dir eine Katze, Danilo, dann gehört dir nichts, kannst du nichts verlieren. Kauf dir Wodka und zeichne deiner Kuh damit ein Kreuz auf die Stirn, dann gibt sie dir morgens Milch, abends Milch, dann wird deine Haut weiß, kannst du auch ohne Kleider im Schnee gehen. Das Beste aber ist, du tust nichts von all dem und trägst dein Gesicht weiterhin, als würde der Mensch nur eines besitzen. Ich habe dich gesehen, Danilo, auf einer Ikone in der Vorstadt von Kalusch. Ich weiß, dass du Flügel hast und mit den Engeln ein Brettspiel wagst um das Glück deiner Kinder. Wenn sie dir ein schönes Gesicht einreden wollen, stehst du auf und gehst in das Ikon deines Kummers. الإيقونة وجه دانييلو المتكدر عندما يصبح عمل يديه وللمرة الثالثة لا شيء. بماذا علي أن أنصح؟ أقول له اقتني لك قطة يا دانييلو؟ فحين لا تملك شيئا لن تستطيع فقدان شيء. أقول له اشتري لك بعض الفودكا وارسم بها صليبا على جبهة بقرتك لتعطي لك في الصباح التالي حليبا وفي المساء حليبا ويصبح جلدك أبيض وتستطيع المشي بعدئذ عريانا في حر الثلج. والأفضل أن لا تفعل شيئا من هذا كله وتتابع حمل وجهك وكأن الإنسان لا يملك منه إلا واحدا. لقد رأيتك يا دانييلو على أيقونة في مداخل مدينة كالوش. أنا أعرف أن لك أجنحة وأنك مستعد للمخاطرة بلعبة شطرنج مع الملائكة من أجل سعادة أطفالك، وإذ يحاولون إقناعك بارتداء وجه جميل تنتصب واقفا وترحل في أيقونة همومك. Telepylos. Kein leichtes Boot im dunklen Tunnelwasser, kein Plätschern eintauchender Ruder, nur eine eiserne Ration Homer. Im herrlichen Hafen die stählernen Buckel der U-Boote, da könnte ein Mann ohne Schlaf sich doppelten Lohn verdienen. Nachts in Netzen die glänzenden Rücken der Meeräschen, tags die U-Boote mit Waffen beladen. Durchschwimm die Bucht, verbinde ihre Ufer in einer Naht aus Atemzug und Tauchen, solang an den Klippen das Meer sich müht, aus Kieseln Würfel für ein Spielchen uns zu schleifen. Telepylos. ليس قاربا خفيفا في ظلمة ماء النفق وليس خريرا صوت المجداف الضارب في الماء. إنه ليس أكثر من حصة هوميروس الحديدية. في الميناء الفائق الجمال تتهادى حدبات الغواصات الفولاذية، وهناك يستطيع رجل لا ينام كسب أجر مضاعف ليلا في شبكات صيد السمك، حيث حدبات سمك الزنير، ونهارا في شحن الغواصات بالأسلحة. هو لا يحتاج إلى أكثر من عبور الخليج سابحا، فالخليج يربط ضفافه بدرزة قطباتها الشهيق والغطس في الماء، ما دام البحر على تلك الصخور الناتئة يجهد نفسه ليصقل لنا الحصى الأملس مكعبات من أجل لعبة صغيرة. شكرا جزيلا. Ja, liebe Daniele, wie schreibst du eigentlich? In aller Stille für dich oder willst du die Zeit, die Welt, die Gesellschaft ansprechen? Für wen schreibe ich? Also jedenfalls schreibe ich gerne auf Reisen. Und ich brauche die,
Also es sind zwei Dinge. Das eine ist das Thema, was mich beschäftigt im Kopf, auch als Mensch. Also das sind auch, glaube ich, gesellschaftliche Themen einfach meistens, die mich wie andere Menschen auch beschäftigt. Und das andere ist das Material. Und das Material finde ich, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel auf Reisen, wie hier, wirklich der Tag vergeht mit den Schiffen, die da sind, auf dem Bosporus auf- und abfahren. Und für wen schreibe ich? Tatsächlich habe ich den etwas vermessenen Anspruch, dass ich hoffe, einen ganz kleinen Teil beizutragen, damit eine Gesellschaft Dinge etwas umfassender oder komplexer sehen kann dadurch, aber auch ein gewisser Trost in sehr komplexen und eigentlich zum Verzweifeln anregenden Dingen trotzdem drin ist, indem sie diese Gedichte von mir lesen. Wenn du schreibst, verortest du dein Schreiben an einem festen Ort oder hältst du die Horizonte offen? Denkst du an deine Werke als weltliterarisch? Willst du, dass die in die große Welt hinausgehen, breit rezipiert werden, auch international? Oder reicht es eigentlich, wenn die Rezeption auf die deutschsprachige Kultur und Gesellschaft beschränkt bleibt? Ja, also tatsächlich ging es mir so, wenn ich dann mit Übersetzern spreche, also zum Beispiel Pakistan, ich mit Übersetzern ins Urdu, ne, in die Urdu-Sprache spreche, ne, dann sehe ich The Damage Done, es lässt sich gar nicht übersetzen. Und ich denke, mein Gott, hätte ich doch mal vorher drüber nachgedacht, hätte ich doch vorher überlegt, ob es diese Pflanze, die es gar nicht gibt oder die eine ganz andere Bedeutung gibt, ob ich die hätte nehmen müssen. Aber es ist mir nicht möglich. Ich glaube fast, dass es allgemein nicht möglich ist, im Schreiben wirklich abzusehen davon, welches der ganz konkrete Moment ist, der sinnliche Moment, aus dem man herausschreibt. Ich denke, diese Abstraktion vorher zu leisten, würde ein Gedicht abstrakt machen. Und ich glaube, ein Gedicht darf nie ganz abstrakt sein, sondern muss immer einen sinnlichen Moment oder einen sinnlichen Grund drunter haben. Du hast ja schon angesprochen, dass das 18. Jahrhundert für dich eine ganz besondere Bedeutung hat, dass es eine Geschwisterzeit ist, in gewisser Weise zu unserer eigenen Epoche heute. Wenn man in diesem Zusammenhang an Goethe denkt und seinen Begriff der Weltliteratur, könnte man sagen, dass die Zeit, in der wir heute leben, diese Welt, die doch so fragmentiert, zerrissen, aber auch verdichtet und unglaublich vernetzt ist, dass die eigentlich die, wenn nicht die ganz idealen, sondern doch die besseren Bedingungen für das Weltliterarische bietet? Und erfährst du selbst was davon? Kriegst du viel auch Reaktion aus jetzt, ja, anderen Ländern, anderen Autoren auf dein eigenes Schreiben? Also zum einen, je mehr ich mich mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert befasse, umso mehr merke ich, wie man da am Beginn dieser Globalisierung stand. Mit Zuckerrohrplantagen in Südamerika, mit Napoleons Eroberungen dann in Ägypten, mit den Maschinen, den Automaten. Alles das machte den Menschen Angst. Alles war kartografiert so. Also eigentlich waren sie gefühlt an einem ähnlichen Punkt der Überforderung von der Globalisierung, wie wir ihn heute haben. Insofern ist die Weltliteratur durchaus damals derselbe Anspruch, den wir heute daran tun. Aber heute ist natürlich tatsächlich die Verquickung. Wir sehen das mit Corona oder was auch immer, die Verquickung von Menschenleben über die ganze Erde hinweg viel stärker. Insofern ist es natürlich viel mehr nötiger, dass wir in einen Dialog miteinander treten und unsere kleinen momentanen Herkunftsorte irgendwie ineinander übersetzen. Und davon lernen. Also in der Tat lerne ich sehr viel, wenn man Übersetzerwerkstätten hat mit anderen Autoren. Man lernt sowieso auf Reisen, einfach weil die Perspektive sich ändert. Ich muss sagen, seit ich hier in Istanbul bin, verstehe ich manche Dinge, auch wenn ich sie nicht gutheißen kann, weil die Perspektive so anders von hier auf Deutschland ist oder in Russland, ging mir das extrem auch so, als man sie sonst aus den deutschen Nachrichten hat. Ja. Du hast letztes Jahr die Anthologie herausgebracht der persischen Dichtung. Das Buch heißt Kontinentaldrift, das persische Europa.
Wie bist du darauf gekommen und meinst du, braucht man solche Bücher heute und warum eigentlich? Ja, also diese Anthologie, die fasst Exildichter aus ganz Europa zusammen, die auf Farsi schreiben. Und wir haben die ins Deutsche übersetzt. Es war tatsächlich viel, vielfach bei Schriftstellern, ist es ja einfach eine Anregung. Ich kannte den mit Ali Abdullahi, habe ich das zusammen gemacht. Ich kannte den persischen Autor Ali Abdullahi sehr gut. Und das Haus für Poesie hatte die Idee, zusammen mit dem Wunderhorn Verlag das zu machen. Ich war zweimal in Iran und aus dem Grund, ich mag einfach den Iran auch sehr gerne, aus dem Grund habe ich gedacht, ich wag's, wobei ich kein Farsi spreche. Aber dafür, Ali konnte es umso besser. Ich glaube, man muss diese kaleidoskopartigen Anthologien zusammentragen, um, also zum einen meine ich, es braucht die einzelne Stimme, aber zum anderen braucht es auch das Kaleidoskop, um eine Zeit zu verstehen. Also gerade in diesem Buch versteht man sehr gut, wie Generationen abhängig die Änderungen in der iranischen Dichtungstradition ist, die in verschiedenen Wellen sind, die nach Europa gekommen. Und das ändert was. Und das entspricht sehr meinem Glauben. Ich frage auch gerne Leute, wann sie geboren sind. Meinem Glauben, dass es wirklich eine Rolle spielt, in welche gesellschaftlichen Zusammenhänge hinein man, mit welchem, wann man geboren ist und in welchem Alter man war, als welche Umbrüche stattfinden fanden. Ja. Du schreibst auf Deutsch, auf Hochdeutsch, um genau zu sagen, wie ist dein Verhältnis zu Dialekten? Und der Hintergrund dazu, die Frage interessiert mich insbesondere deswegen, weil in der arabischen Welt Mundarten sehr stark ausgeprägt sind und es gibt immer wieder Versuche, arabische Dialekte auch zu Literatursprachen zu erheben. Hat es für dich eine Relevanz, diese Frage nach den Dialekten? Oder ist es etwas, was vielleicht an Relevanz gewinnen sollte? Oder eher nicht? Tatsächlich ist mein reichster Wortschatz das Hochdeutsche, was ich bedauere, weil zum Beispiel von meiner Oma der Wortschatz im Thüringischen viel stärker war. Also ich kann tatsächlich meine Familie jetzt nach einem Vierteljahrhundert immer noch mit neuen thüringischen Wörtern überraschen, aber sie sind, das ist mehr anekdotisch. Sie sind, als ist diese Sprache spreche ich eigentlich nicht. Und ich beneide ein bisschen Sprachen wie das Schwäbische, das ist ja sogar nicht nur ein Dialekt, sondern eine eigene Sprache, die noch eine ganz andere Fülle haben und die aufgewachsen sind mit einer Übersetzungsleistung. Auch die Österreicher, die Schweizer müssen ja die ganze Zeit diese Übersetzungsleistung auch machen. Ich denke, das hätte mir gut getan, aber nun ist es, wie es ist. Ich weiß, dass das gerade bei einer großen Sprachgruppe, also oder wie im Arabischen, also auch Farsi zum Beispiel, auch ganz wichtig ist. Wie übersetzt man innerhalb der Sprache halt? Oder im Farsi war es ja auch wichtig, wie bringt man Alltagssprache eigentlich in die Dichtungshochsprache hinein? Da mein Lieblingsdichter Ahmad Schamlo hat da sehr, sehr viel geleistet. Wir haben da nicht diese Fallhöhe im Deutschen. Also, Ja, ja. stimmt. Du hast ein sehr breites literarisches Spektrum. Du schreibst Dichtung, du schreibst Romane, du schreibst Kurzprose, bis hin zu Kinderbüchern und Graphic Novels und so weiter. Ist diese Vielfalt der literarischen Formen, der Gattungen, durch verschiedene Themen vorgegeben? Gibt es bestimmte Probleme, bestimmte Fragen, die du beispielsweise nur in Dichtung ansprechen würdest oder könntest und die ganz anderen, die eben in Prose dann besprochen werden können? Oder ist diese Vielfalt einfach jetzt durch deine Experimentierlust oder durch andere Gründe motiviert? Also das eine ist, dass wir natürlich als Autoren auch Aufträge kriegen. Also zum Beispiel Libretto für eine Oper, da wäre ich von selbst nicht drauf gekommen, über die NSU, ein Mord der NSU-Morde, das war einfach ein Auftrag, den ich hatte. Aber tatsächlich fand ich das sehr spannend, das als Opernlibretto zu machen, nicht als Roman oder so. Ich entscheide bei einem Stoff, ob es ein Prosastoff ist oder ein Lyrikstoff. Das weiß ich sehr genau, weil es gibt eine Linie von meinem ersten Gedichtband zu dem jetzigen, wo jedes Thema aus dem vorhergehenden folgt. Und bei dem Prosa, bei den Romanen, das sind aber erst zwei, folgen die auch aufeinander. Und die haben ganz andere Themen, aber auch in einem Strang, als das die Dichtung hat. Ja. Ja. Als Lyrikerin, als Dichterin,
Was ist deine magische Fähigkeit? Ist es die Erinnerung, die Beobachtung, die Vorstellungskraft, die Inspiration, das Zuhören? Noch eins. Was ist es? Ja. Ein anderes. Es ist das Fragen, glaube ich. Also für das, wie ich arbeite, ist am wichtigsten, mir Fragen zu stellen. Also Dinge, die sind, in Frage zu stellen und bei allem, was ich sehe, was mir begegnet, zu versuchen, zu schauen, aber was ist davon der Grund, was ist von dem Grund der Grund und so weiter. Ich komme natürlich nicht bis zum Grund, aber ich mache das für mich. Also so ein Band, das sind immer Konzeptbände, das heißt, ich habe ein Thema da drin, das dient für mich in verschiedener Weise auszuloten, was hängt eigentlich mit diesem Thema zusammen. Und am Ende bin ich nicht viel klüger, aber ich habe mit Fragen mein Thema umstellt. Und ich glaube ja, dass das Wesen einer Sache tatsächlich von seinen Grenzen aus bestimmt ist. Und wenn genug Fragen ein Thema umstellen, ist das antwortähnlich, was in der Mitte dann aufscheint. Ja. Deine Gedichte wurden in der Anthologie veröffentlicht, die den Titel trägt »Frauen dichten anders«. Ist das tatsächlich so? Dichten Frauen anders? Und wenn ja, dann wie? Wie anders? Diese Dinge passieren einfach. Also die wollen ein Buch machen, was so heißt. Sie treten an den Verlag heran und schwupps steht man in einer Anthologie. Ich glaube überhaupt nicht, dass Frauen oder Männer anders dichten. Ich glaube auch nicht, die ist schon ein klein wenig älter. Ich glaube auch nicht, dass so eine Anthologie heute noch erscheinen würde. Aber ich habe es auch damals, hat es mich geradezu geärgert. Ja, das hat Marcel Reich-Ranitzky, glaube ich, noch gemacht. Ja. Die Herausforderung der ersten Zeile. Ist dir so etwas bekannt? Wie entsteht ein Gedicht für dich? Durch die systematische Schreibarbeit oder eher durch Einfall, durch Zuhören, spontan? Was steht ganz am Anfang? Ich glaube fast, bei Gedichten ist die erste Zeile gar nicht so ein Problem vielleicht, sondern weil die erste Zeile ja nicht immer im Gedicht, hat ja einen überschaubaren Umfang. Insofern kannst du auch mittendrin anfangen. Also zum Beispiel bei Hölderlin sieht man das gut, wie er immer wieder Zeilen geschrieben hat, die noch in keinem Zusammenhang stehen, sondern hier mal ein und da weiter unten und so. Und die Herausforderung für mich ist tatsächlich, für jedes Gedicht neu, welche Perspektive hat das Gedicht, von wo aus spricht es und wer spricht? Und das ist was auch in der Form dann drinsteckt. Also da geht es sofort daran, welche äußere Form hat es, aber auch welchen Standpunkt, sagen wir mal, also poetischen Standpunkt, nicht so sehr politischen, poetischen Standpunkt hat es. Und das finde ich jedes Mal absolut herausfordernd und ist das Problem, dass wenn man ein Gedicht geschrieben hat, man, wenn es fertig ist, sich fragt, wie geht eigentlich Gedicht schreiben? Und man kriegt keine Antwort drauf, bis man wieder eins macht und denkt, naja, vielleicht geht es so. Du hast gesagt, du hast drei Kinder, drei Töchter. Was sagen sie zu deinen Werken, zu deiner Dichtung? Und welche Bücher sollen aus deiner Sicht Kinder heute lesen? Sind es immer noch die gleichen Bücher, die auch deine Kindheit geprägt haben, die du heute empfehlen würdest? Oder eher nicht? Also die einfache Frage zu Beginn, die Älteren haben das tatsächlich gelesen, sie kriegen auch immer mal ein Gedicht gedichtet für sich, die haben das gelesen und man schaut nicht in Menschen hinein, keine Ahnung, wie es für sie ist, aber zu der Frage, was sollten junge Menschen lesen, wir haben tatsächlich bei uns in der Familie entschieden, den Hölderlin recht weit weg zu tun, weil ich denke, dass ein Kind immer das lesen will, was die Eltern nicht ihm empfehlen. Deswegen haben wir gedacht, wir tun ihn irgendwo dahin. Aber es ist durchgesickert, auch bei den Kindern, dass wir es mit Hölderlin sehr haben. Also gut, das ist schon mal schiefgegangen. Ansonsten glaube ich tatsächlich, ich gehöre einer anderen Zeit an, wenn ich auch versuche, hier stark eine Zeitgenossenschaft immer zu entwickeln in der Zeit, die ich habe. Aber ich merke das an meinen Kindern. Die neue Generation kommt und sie sucht sich ihre Wege. Und die Bücher, die meine ältere Tochter liest, von Runden Steinke oder zu Antisemitismus, all diese Dinge, die findet sie schon selbst. Insofern glaube ich, das Gute ist doch, dass
dass ich versuche, das mit auf den Weg zu geben, was ich für zeitlos von meinem persönlichen Kanon halte. Das ist, was ich mitgeben kann. Und ich glaube, das andere, wenn man es geschafft hat, dass es Neugierige, wenn diese Menschen geschafft haben, dass sie neugierige Menschen sind, werden sie selber finden. Ja. Als Josef Brodsky gefragt wurde, woran er gerade arbeite, antwortete er: an mir selbst. Was denkst du, kann Dichtung erziehen und kann sie dadurch auch einen Dienst an der Gesellschaft leisten? Ist es eine der Hauptaufgaben der Poesie überhaupt? Also ich habe da vorhin schon gesagt, ich hoffe das ein bisschen, weil sonst wäre ja ein bisschen sinnlos, was ich mache. Denn natürlich möchte ich einfach einen Beitrag zu dieser Gesellschaft leisten. Ich glaube aber natürlich, dass es bedingt ist, denn wir wissen von vielen Menschen, die verheerende Sachen getan haben für die Menschheit, dass sie durchaus Gedichte gelesen haben und das hat einfach nicht geholfen. Ne? Es ist der Beitrag, den ich tun kann. Insofern ist es das einzig Mögliche. Aber ich glaube, dass daraus, wie Brodsky sagt, der Auftrag an den Autor ergeht, sich nicht zurückzulehnen, es sich nicht so einfach zu machen, sondern immer wirklich auf der Höhe seines Schaffens zu sein, weil das überhaupt die einzige Voraussetzung ist, dass es irgendwie wirken kann. Wie das dann wirkt, steht auch nicht mehr in unserer Macht. Ja. Und zugleich auf der anderen Seite der Medaille sozusagen. Darf die Dichtung ironisch sein? Darf eine Dichterin lachen und sogar vielleicht etwas oder jemanden auslachen? Hat Dichtung auch Platz im Balladan für dich oder nicht? Also auf jeden Fall, das ist doch wunderbar. Es gibt ja überhaupt die ganz verschiedensten Arten von Dichtung. Und gerade wenn Dichtung es schaffen kann, und das kann die Lyrik wirklich sehr gut, in all den Stimmen, die wir auch im Leben hören, präsent zu sein, dann schafft sie es, Teil des Lebens zu werden. Das ist ja das Problem, wenn wir in eine Hochsprache dichten würden, die nur in der Dichtung vorkommt, ist die Diskrepanz zum Alltag so groß, dass Menschen der Versuchung erliegen, es nicht zu integrieren. Deswegen ist sogar sehr wichtig, dass ganz oft eine Brechung drin ist, wo eine Anknüpfung an Leben, an Alltag ist, damit man das mit hineinnehmen kann in sein Leben. Also das kann ich nur, ich bin nicht die witzigste Lyrikerin leider, aber ich kann das nur bewundern, wenn Leute das richtig gut können. Mhm. Ja. Schön. Die Kunst erfordert Opfer, wie es so schön heißt. Aber gibt es etwas, wofür du bereit wärst, auf Künstlerisches, zumindest ein Stück weit, zu verzichten? Verständlichkeit, breiter Verbreitung, Erfolg? Ob ich auf das Schreiben verzichte? Nicht auf das Schreiben, sondern auf das Künstlerische in deinem Schreiben. Zumindest ein Stück weit. Das vielleicht zu reduzieren und sagen, hier ja, könnte man noch tiefer gehen oder das noch filigraner gestalten, aber das würde dann vielleicht eher den Text etwas verundeutlichen oder weniger verständlich machen. Ist das für dich so eine Ambivalenz, die überhaupt relevant ist, oder ist die Dichtung, die dich einfach selbst, die Sprache, die dich dorthin bringt, wo man noch nie gewesen ist, oder fragt man sich nicht, ob man da etwas abstreichen möchte davon? Also ich glaube ja gar nicht an die absolute Freiheit in der Kunst. Ich glaube, dass wir alle wohl die Konventionen oder die Limitationen immer im Blick haben. Also es gab ja darüber auch zum Beispiel, es gibt immer wieder Debatten, aber mir fällt gerade Becher, Johannes R. Becher, DDR-Autor, und Gottfried Benn-Debatte ein, wo es genau darum ging, wo Becher gesagt hat, es gibt nicht diese Freiheit in der Kunst, in der ich nur dieses La pour La mache. Die Sache, die wegen der ich am geneigtesten bin, Freiheiten aufzugeben, ist tatsächlich ein pädagogischer Zug, den ich habe. Weil wenn ich die Wahl hätte, jemandem etwas näher zu bringen, Pädagogik nicht nur in Bezug auf junge Menschen, auf alle Menschen, wenn ich die Wahl habe, Differenzierungen abzustreifen, um dadurch klar und verständlicher für jemanden zu sein, würde ich das auf jeden Fall sofort tun. Und nach dem Motto, handeln, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wie viel Widerstand braucht die Literatur? Ist nicht gerade die Krise der Poesie in Europa dadurch bedingt, dass man eigentlich kaum noch Gegenwind hat? Und blickst du da nicht vielleicht sogar neidisch auf andere Teile der Welt, so die arabische Welt, gerade wo die Dichtung noch wirklich am Puls der Gesellschaft
sich entfaltet, wo sie im Kreuzfeuer der Konflikte steht und der eigentliche Austragungsort verschiedener Verhandlungsprozesse ist, wo Dichter noch ganze Stadien füllen kann. Neidisch darf man nie sein. An dem Ort, an dem ich bin ich gestellt. Da kann ich sogar sehr dankbar sein, dass es mir möglich ist zu publizieren. Dass wir sind in Deutschland sehr gut unterstützt, dass es überhaupt möglich ist, dass es mir möglich ist zu schreiben, statt den ganzen Tag mein Dasein fristen zu müssen. Halt. Das ist, also ich kann einfach nur dankbar sein. Aber diese Diskussion flammt ja im Feuilleton auch immer mal wieder auf. Und natürlich positioniert man sich dazu. Es ist ja auch nicht das Ende aller Tage. Wir werden ja alt werden und es wird viel geschehen. Wir merken jetzt, dass vieles geschieht. Und wenn wir eine Zeit haben, in der wir uns tatsächlich mit Elfenbeinturm-Themen beschäftigen konnten, dann war das eben oder ist das die Zeit jetzt dafür und es kommt vielleicht eine andere Zeit. Jedenfalls stehen wir an der Stelle, wo wir stehen. Wir versuchen natürlich, also ich denke doch, die meisten Künstler auch ein bisschen einen Blick auf die Welt zu haben, soweit das geht. Aber natürlich sind wir nicht involviert in Krieg und Leid. Das hat einerseits eine stärkere Relevanz, aber ich würde das nie, es ist wie mit der Wissenschaft, ich würde es ja nie gegeneinander ausspielen und sagen, das ist hier die Politik, die schafft Fakten und das ist die Wissenschaft, die redet 20 Jahre darüber, wie etwas sein könnte. Das sind alles Dinge, wir brauchen alles. Wir brauchen jeden, der etwas dazu beiträgt. Protest und Provokation sind auch im Titel deines letzten Gedichtbandes zu spüren, glaube ich. Wildnis heißt das Buch. Willst du ein paar Texte daraus vorlesen? Ja. Ich lese als erstes tatsächlich einen Text, der nochmal anknüpft an den letzten Textblock und nochmal ein Ukraine-Gedicht ist. Ein Gedicht, das ich 2018 geschrieben habe in Mariupol, als ich mit einer Gruppe anderer Schriftsteller in dem Stahlwerk war. Es ist in diesem Band, der Wildnis heißt, der verständlicherweise, wo es verständlicherweise auch um Klima und Natur geht, weil ich denke, dass wir über Arbeit auch neu nachdenken müssen, wenn es darum geht, unsere Ressourcen neu zu bedenken. Kaskade der Arbeit 2. Was wir weiß waren, bevor der Dreck uns verklebte, von innen abdichtete, dass das Glück nicht mehr eindringen konnte, das Glück, das uns klein vorkam, angesichts der Wucht der Maschinen, der Wucht der Arbeit, die wir gemeinsam schafften, auf den Magistralen unserer Kollektivität, den Magistralen, die wir unsere Zärtlichkeit hinaufjagten, in die Hochöfen unserer Freude hinein. Wo sie saß, ganz oben saß sie auf den Gipfeln der Arbeit, mit der wir die Tage einzeln erschufen, fabrikmäßig stählerne Tage, in Form gegossen, gewalzt, geschnitten, verkauft. Kaskade des Glücks, weil es heute gibt und jetzt und darin das zusammengeraffte Jahr, alles, was war und nie mehr sein soll, was als Glanz über uns kommt und als Teppich sich über die Spitzen des Missmuts, die eiligen Pflichten, den ganzen Jammer des Konsums breitet, dass die Ameisensoldaten desertieren, ihren Staat verlassen, zu uns flüchten, in dieses Leuchten, in dem riesige Mauersteine das wandernde Sehen festhalten, während das von Salamandern in den Mittag gesprengte Grün die Sterblichkeit anlockt und den Tod unter der Wurzel neckt, den Tod, mit dem sich leben lässt, wenn man ihn kennt und seinen liebsten Traum, das klare, sichere Heute. Und seine am Rand lagernden Dämonen füttert mit dem Überfluss der Gegenwart, mit Zweigen voll reifer Dankbarkeit, mit selbstgepflückter Süße und ihre Pranken auf Brombeerblätter bettet,
die das kreisende Blut aus dem Kopf ziehen, sie duldsam machen für unsere verwegenen Gespräche über nichts, als was man sieht und riecht, was kitzelt uns niesen macht und blinzeln vor Glück und huschen über die heißen Steine, weil wir Salamander sind, uns schütteln vor Licht, noch einmal uns schütteln, wie randvolle Teiche im Regen sich kräuseln, noch einmal, bevor die Nacht die Glut austritt, die Brombeerblätter welken, der Tod uns zärtlich ans Ohr fasst und wir nicken. Das ist das Land, von dem man sagt, dass alles hier aufhört und alles anfängt. Das sind die Dörfer, die im Schlaf über mich kriechen, mit schweren Sockeln der Kirchen und bellenden Hunden. Das sind die Dörfer, in deren Leere ich morgens stehe, wenn ich erwache. Das ist der Tau, zu dem ich den Durst noch am Abend verspürt habe. Das ist das Land der kalten Dörfer. Das sind die bellenden Dörfer, die sagen, wie lebst du bequem, während wir dreimal aufhören und einmal den Anfang nicht finden. Das bin ich unter der Decke. Der wimmernde Hund geht nachts durch die Dörfer. Seine Füße laufen im Schlaf auf der kalten Straße, getrieben vom Gekläff der Meute. Das ist das leere Land, das mich morgens bekniet und abends verbellt. Das ist im Schlaf ein Dorn, und da habe ich auch die Zeit gesehen, als die Dörfer sich über mich schleppten. Sie sah nach nichts aus, aber der Zug von Nachsicht um ihre Mundwinkel zeichnete sie aus vor allen Gestalten des Traums. Du bist nicht gekommen. Ich habe gesagt, Herbst und Maat, ich habe dir einen Kirmesburschen geschickt, aber du wolltest umkehren. Du bist ans Ende der Welt gereist. Da waren Gärten, halb renovierte Höfe. Du sahst die Verfahrenheit emporwachsen an langen Stangen und den Suff mit seinen Arabesken. Bis hierher bist du gekommen, hast dich in ein frisch gestrichenes Zimmer gesetzt mit Blick zur Straße und den Schlüssel in der Hand gehalten und dann neben das Bett gelegt. Das Ende der Welt hat dich bedeckt, Steine über dich gerollt die lange Nacht, während das Dorf vor deinem Fenster Rat hielt, was mit der Fremden geschehen soll, und die Berge sich hinter sich selbst zurückzogen. Schon übernahm schnell wachsendes Brombeergestrüpp die Gärten. Alles war grün, und du sahst im Schlaf, wie der Wald näher kam und hörtest ihn flüstern. Zerfallen wird das Haus, in dem du schläfst. Jahrelang unbewohnt, zu niedrig die Zimmer und zugig, seit der Lehm die dicken Stämme nicht mehr dichtet, nicht mehr einer des anderen Last ist. Die Ecken des Hauses waren Arbeit, Tod, Wetter und Gott. Zerfallen wird das Haus, das Gemeinschaft hieß. Es hatte 8 Ecken, 4 hießen Zukunft, eine Männer, eine Frauen mit patenten Händen und wackeren Hintern. Eine hieß Feierabend und eine die Grenze. Bis hierher sind wir gekommen. Rot wurde das Haus gestrichen und trägt die Sterne der EU. Bis hierher sind sie gekommen. Und die Ziegel glänzen, und wenn es auch wollte, es könnte nicht verrotten. Leuchten wird noch sein Schutt im Wald der Zukunft. Und zerfallen wird das Haus, das hieß Familie. Gebaut aus dem nicht abreißenden Lärm der Motorsensen im Sommer und dem Gerede des Fernsehers im Winter. Gebaut von der kleinen Armee Mann, Frau, Kinder. Und seine Ecken hießen Eigentum, Ende der Eskapaden, komplettes Geschirr. Unter dem Dach ein Winkel Kindheitskummer und Dreck, nicht tot zu kriegender Dreck und Trost der Fotografie, weil die Dinge uns erst berühren, wenn sie flach sind wie überfahrene Frösche. Wovon es hier viele gab, doch das ist vorbei. Denn zerfallen werden die Garagen, zerfallen wird auch das Haus des Wartens. Ein kleines Haus mit Ecken aus Küssen und Pisse, mit Wänden aus schnell vergänglichen Wahrheiten. Haus der Herzen,
Versprechen der Nachrede, des Klirrens, des immer wieder sich schließenden Kreises, wo mittags am Steuer ein Mann döst und eine Frau wartet und die Tür geschlossen bleibt, bis der Zeiger seine Position erreicht hat und sie ihm ihr Ziel nennt und er ihr den Preis. Zerfallen wird das Haus mit den 22 Ecken des Glücksspiels und schnellen Gewinns, mit den verspiegelten Scheiben und verschobenen Erwartungen, gebaut aus glänzenden Einzelheiten. Zerfallen wird es in die Kleinteiligkeit von Rätselratern und Lottospielern. Zum Fenster herein kommen Libellen. Das Erschrecken versteckt sich im Geflacker der Automaten. Zerfallen wird die Kirche, nachdem der Marienkäfer über die Schwelle ins Freie gekrabbelt ist, während die Lautsprecher weiter zelebrieren und der Priester mit den Schließen der Heiligen Schrift kämpft, die nie funktioniert haben. Etwas ist lose und schlägt gegen die Fenster. Zerfallen wird das Haus am Rand, das gar nicht dazugehörte. Setz dich, Fliege, setzt euch, zitternde Gedanken. Zerfallen wird das Regal, auf dem der Zucker für den Sommer stand. Und er wird sich über den Boden verteilen, bis die Ameisen kommen, ihn wegzutragen. Klein werden die Äpfel werden und sauer. Und zerfallen wird der dreisprachige Lehrpfad und die Kenntnis der Geschichte und die Gewissheit. Totgeschlagene Insekten kommen zurück, ihre Abdrücke an den Wänden zu betrachten. Die Füchse holen sich das Rot wieder, mit dem die Bewohner nichts anzufangen wussten. Schon ist es kühler im Schatten des nahenden Waldes. Doch die Solarlaternen leuchten noch die beladenen Tische aus. Ein umgestürzter Eimer, ein zugezogener Himmel, ein geflohenes Huhn und ein Klingeln in der Handtasche. Es fehlen schon Wege, Schaukeln. Die Kinder fehlen und das Loch in der Wand, das dir aufgefallen war vorm Einschlafen. Zerfallen wird das Dorf und seine Kreisstadt. Zerfallen wird Bratislava, Münster, da lässt sich nichts machen, und Weimar, hier leider auch der Laden mit den Versteinerungen. Zerfallen wird Shirley Temples Körper und dein Leib und der dessen, der dies liest, gelesen haben wird oder einen in der Familie hat, der es las, damals, als der Wald kam und sich das Dorf, in das du reistest, um die Wildnis zu sehen, zurückholte. Vielen Dank. Nochmal auf den Titel dieses Bandes zurückzukommen, Wildnis, möchte ich gerne nachfragen, was für dich dieser Begriff und auch das Phänomen bedeutet. Im Deutschen, glaube ich, ist das Wort Wild etymologisch mit dem Wort Wald eng verwandt. Stellst du dir Wildnis eher als Wald oder auch als das Meer, als den Ozean zum Beispiel vor? Tatsächlich meiner Herkunft gemäß als Wald, es könnte auch Wüste sein. Also auch Wüste ist eine Form von Wildnis. Aber in den mitteleuropäischen Breiten, in denen ich groß geworden bin, ist tatsächlich der Wildwuchs alles, was wächst. Und irgendwann ist es dann ein Wald. Ja. Ja. Und hier in Istanbul, du hast ja diese Nähe zum Wasser auch angesprochen, erwähnt. Inspiriert das auch jetzt eine neue Perspektive für dich im Kontext auch der Wildnis-Thematik? Da hast du recht, ja. Also wie gesagt, das ist mir gar nicht früher bewusst gewesen, obwohl es gibt Dinge, die weiß man, aber weiß man sie so, dass man sie so verinnerlicht hat, dass sie ein Teil des Selbst werden und deswegen wegen der Sinnlichkeit auch wirklich im Gedicht landen können. Das ist mir hier bewusster, seit ich jeden Tag das Meer da draußen, die Wasserstraße da draußen sehe. Auch dieser ganze Meeresboden, wo die Unterseekabel durchführen, wo unsere ganzen E-Mails langlaufen, alles, was da liegen mag, wie sehr dieses Meer eine Wildnis ist, die allerdings wirklich auf dem letzten Loch pfeift. Ja. Kannst du Wildnis als unendlich denken? Oder ist es etwas, wo man eher sich ja darum bemühen muss, irgendwie durchzukommen? Dadurch ans Ende zu kommen, zu überwinden. Ja. Ist es die Dimension, die eigentlich
sich immer wieder weiter öffnet und darin ihren Reiz und Bedeutung hat. Ja, also in dem Buch geht es um beides. Also es gibt ja Menschen, die sich Abenteuer schaffen aus diesem Reiz des Wilden und der Bedrohung halt, ne? Und der Mensch hat das. Der Mensch möchte natürlich auch hier wieder sozusagen die Sache, von woher erfährt man, wer man ist, von seinen Grenzen her. Und man möchte natürlich sich behaupten in dem, was das Gegenteil unserer Kultur ist, nämlich das Wilde. Aber ich spüre da sehr stark einfach eine Bedrohung natürlich in dem Wilden trotzdem. Und kann ich mir das unendlich denken? Dadurch, dass es so dynamisch ist, komme ich gar nicht dazu, mir das Ende davon zu denken, weil es sich im Nachhinein so schnell verändert. Ja, das Gegenteil der Kultur ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt des Ozeans graue Wildnis. Mhm. Ich glaube, mit diesen Worten beschreibt Hölderlin den Entstehungsort des Lebens. Also etwas, was das Leben hervorbringt, nicht? Also dieses schöne Bild des Ozeans wiederum. Und dem steht gegenüber Odens An Artificial Wilderness and the Sky of Lead, die Zeichnung auf dem Schild des Achilles, das Bild, das die Sinnlosigkeit, ja, die Hässlichkeit der Welt verdeutlicht, die vom Krieg heimgesucht wird und die dann diese Welt eigentlich in den Tod bringt. Und das ist eben meine Frage. Ist Wildnis nicht doch auch eine Gefahr? Ist Wildnis nicht letztendlich auch eine Absage an die Kultur, an den Menschen? Also wir wissen, Wildnis ist ein Bestandteil unseres Lebens, weil ohne wildes Leben gäbe es uns gar nicht. Also Dinge passieren ungeplant. Wildnis ist nach innen, in den zwei Zitaten, die du gesagt hast, um die ging es mir tatsächlich auch. Es gibt diese Wildnis nach innen, also der Schild ist ja wirklich ein Meisterwerk und nichts bricht aus den Rändern aus, einerseits, aber andererseits geht es sozusagen in die Tiefe der Szene oder auch in die Mitte des Schildes, ist ja in diese Mitte, die umstellt wird von den Kämpfen halt, ne? Und das andere ist natürlich die Wildnis in die Breite. Und jeder von uns weiß, dass diese Bedrohung immer wieder da wäre, aber es wäre ja kein Leben, wenn es nicht bedroht wäre. In gewisser Weise ist der Tod auch Wildnis. Also unser Leben ist vom Tod bedroht und wir kommen aus einer Wildnis, aus einem Ungestalten, und wir gehen natürlich in ein Gestaltloses, soweit wir das wissen. Ja. Eine Frage, ein Problem, ein Phänomen mit Fragen umstellen, das hast du so schön angesprochen. Und dabei musste ich natürlich auch an deine wissenschaftlichen Aktivitäten denken. Du bist eine promovierte Kunsthistorikerin, du bist Vizepräsidentin der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz, du bist in der Lehre und in der Forschung auch wirklich aktiv. Welchen Platz nimmt Wissenschaft tatsächlich in deinem Leben und wie schlägst du da die Brücke zu deinem literarischen Schaffen, zu deinem kreativen Leben? Tatsächlich mag ich es, verschiedene Menschen zu sein. Ich mache in einem Teil einen Menschen, der ich bin, Urlaub von dem anderen. Deswegen bin ich immer erholt, auch wenn ich so 14 Stunden am Tag arbeite, bin ich hinterher erholt. Naja, vielleicht nicht ganz. Und Wissenschaft ist einfach, es sind wie Muskeln verschiedene. Wissenschaft ist ein Muskel, den ich gerne bewege. Und dann gibt es wieder die Kunst. An sich führen nicht direkt Wege hinüber, aber das würde ich jetzt sagen. Aber manchmal kennt man sich auch nicht so gut. Und ich nehme schon an, weil ich ja ein Mensch bin, dass es wohl Dinge gibt, die subkutan von einem Bereich in den anderen fließen halt. Aber für mich ist es eigentlich mehr die Abwechslung zwischen diesen Möglichkeiten menschlichen Daseins, die mich daran reizen. Auch Verwaltung hast du vergessen. Ja, das Verwaltung mag Verwaltung, ich auch sehr. Ja, natürlich, wie wir alle. Ja, im größten Leben und sonst akademisch, ja, klar. Unbedingt, ja, unbedingt. Ja, ja, das, damit hast du eigentlich schon die andere Frage beantwortet, was mich interessiert hat, ob das tatsächlich auch für dich eine Art Abwechslung ist. Mhm. Also diese verschiedenen Funktionen, auch von sich selbst wegzukommen, um nicht die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt zu sein. Und das ist in dem Sinne vielleicht auch eine Art ein Spiel. Ja. Und damit wir auch heute in unserem Salon nicht nur eingleisig fahren, sondern etwas auch spielerisch davon wegkommen, würde ich vorschlagen, dass wir zum Abschluss eine Art Buhl
Spiel finden. Ist ja dieses populäre Volksspiel in Frankreich, aber jetzt auch in Deutschland. In Berlin sieht man das häufig im Sommer. Also man macht, man wirft Kugeln, die dann möglichst nahe ans Ziel kommen sollten. Und da würde ich jetzt jeweils zwei Einwürfe machen. Mhm. Und du kannst dann auswählen und benennen, welches davon dir näher kommt. Wenn dir aber keines davon gefällt, kannst du auch deine eigene Kugel einwerfen, die dann die beiden dann quasi aus dem Weg schafft. Da bin ich gespannt. Ja, fangen wir an. Schön spielen, ja. Okay, ja, super. Rot oder weiß? Oh. rot. Rosen oder Tulpen? Tulpen. Warte mal, nein, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Rosen oder Tulpen? okay, Veilchen. Schön. Katzen oder Hunde? Katzen. Oder Hunde? Ja, Katzen. Wald oder Meer? Wald. Sand oder Kieselstein? Erde. Theater oder Kino? Kino. Musik oder Malerei? Architektur eigentlich. Jerusalem oder Athen? Athen, aber beides überhaupt nur vor 2000 Jahren. Dubai oder Kairo? Kairo. Apollo oder Dionysos? Oh, die brauchen wir beide. Gilgamesch oder Odysseus? Odysseus, aber schade um Gilgamesch, ja. Bach oder Mahler? Mahler? Oder ja, es wird schwieriger. Pink Floyd oder Radiohead? Pink Floyd. Rilke oder Mandelstamm? Mandelstamm, ja. Brecht oder Czerny? Dostojewski. Gropius oder Zaha Hadid? Zaha Hadid. Sindbad oder Marco Polo? Sindbad wegen des Phönix und dem Abschneiden. Bücher oder Erfahrungen? Erfahrungen. Sehr schön. Das war Daniela Danz. Herzlichen Dank, liebe Daniela. Das war wirklich ein sehr interessantes und inspirierendes Gespräch, muss ich sagen. Und zum Schluss möchte ich mich auch ganz herzlich bei dem Ort bedanken, wo wir heute unser Salon veranstalten durften, die Kulturakademie Tarabya. Das ist eine Einrichtung der Bundesregierung, gehört zum Kulturprogramm der Deutschen Botschaft in der Türkei und wird kuratorisch vom Goethe-Institut betreut. Ganz herzlich möchte ich mich natürlich auch bei der Arab German Young Academy of Sciences and Humanities, der AGIA, bedanken, das überhaupt uns ermöglicht, dieses Salon zu realisieren als ein gemeinsames Projekt mit meinem Kollegen und guten Freund Bilal Ofale. Er hat dieses Projekt ins Leben gerufen letztes Jahr und das dürfen wir jetzt auch als AGIA-Projekt weiterführen und freuen uns auch auf neue Veranstaltungen nächstes Jahr. Ganz kurz nochmal zur Arab German Young Academy. Das ist eine bilaterale junge Akademie, das deutsche und arabische Wissenschaftler, aber auch Künstler zusammenbringt und eben im Dialog, im Austausch ermöglicht, kreative, interessante Projekte zu realisieren. Ich bedanke mich auch bei Bilal Orfali für seine freundliche Teilnahme durch die Vorlesung der arabischen Gedichte. Danke, dass du auch heute gekommen bist und dabei warst. Und nochmal herzlichen Dank, Daniela, an dich und ganz besonderer Dank auch an unseren Übersetzer, Herrn Michael Wagner, der uns heute auch begleitet und uns geholfen hat. Wir freuen uns auf neue Treffen und interessante Gespräche. Ich danke herzlich für die Einladung in den Salon. Und das war bestimmt Schwerstarbeit mit dem Übersetzen, glaube ich, mit diesen Übergängen noch vom Gedicht. Es war ein sehr schönes Gespräch, Kirill, mit dir. Und wir setzen uns jetzt offline fort.